Ich sitze hier mit Nils Ambos, dem Vorsitzenden des RCDS, und wir unterhalten uns heute ein wenig über die konstituierende Sitzung des Stupa, die letzte Woche stattgefunden hat. Hallo Nils. Hi. Ja, lass uns direkt anfangen. Auf der konstituierenden Sitzung am Donnerstag verlas der FSRV ein Statement zur Lage der Hochschulpolitik, das deutliche Kritik am Stupa genommen hat. Da es so lange gedauert hat, einen Aster zu bilden, unter anderem. Zwei Fragen dazu. Was sagst du zu diesem Statement? Möchtest du dich dazu irgendwie äußern? Und was genau hat diesen Prozess dieses Jahr so in die Länge gezogen? Die FSRV ist grundsätzlich erstmal ein extrem wichtiges Gremium, genau um in solchen Momenten die Fachschaften ins Stupa richtig zu vertreten und dann auch mal mit den Hufen zu scharren, wenn es darum geht, dass die Fachschaften Gelder kriegen. Das ist nämlich genau in dem Moment nicht gewährleistet, wenn es kein AStA gibt. Das Statement an sich ist richtig. Es ist nur so, dass die FSRV halt nur im Nachhinein bemängeln kann, dass es lange gedauert hat, einen AStA zu finden, dadurch aber nicht erzwingen kann, dass ein AStA gefunden wird. Die Koalitionsverhandlungen liegen natürlich trotzdem bei den Gruppen. Trotzdem ist es wichtig, dass die Fachschaften darauf aufmerksam machen, dass es nun an der Zeit ist, dann den AStA auch zu bilden, was ja am Donnerstag auch passiert ist. Und was hat dieses Jahr die Koalitionsverhandlungen so unglaublich kompliziert gemacht? Also es, von außen gesehen wirkte es so, als wäre es fast unmöglich, da wirklich eine Einigung zu finden. Und es hat ja wirklich lange gedauert, einen AStA zu finden. Was war da das Problem? Da muss ich ganz ehrlich sein, kann ich persönlich wenig zu sagen, da wir bei den Verhandlungen, in denen es wirklich schwierig wurde, ja selber gar nicht involviert waren. Der Nerd Campus hat relativ früh klargestellt, mit uns nicht koalieren zu wollen. Daraufhin war ein bürgerlicher AStA mit Nordcampus-Beteiligung nicht mehr denkbar. Und der Nordcampus hatte das erklärte Ziel, einen Mitte-Links-AStA zu kreieren, aus dem er sich selber raushält. Das ist nicht passiert, damit wollte er die Lage aufbrechen und hat genau das Gegenteil erreicht. Er muss sich jetzt im Endeffekt, musste er sich für eine der beiden Seiten entscheiden und hat genau das Gegenteil von dem erreicht, was er seinen Wählern versprochen hat. Ihr als RCDS sitzt jetzt in der Opposition und was wollt ihr da noch versuchen zu erreichen? Was sind eure Ziele jetzt fürs nächste Jahr in dieser Oppositionsarbeit? Ja, wichtig ist uns vor allem, dass wir immer wieder den Finger in die Wunde legen. Wir bezahlen jedes Semester einen Semesterbeitrag, der sich aus verschiedensten Dingen zusammensetzt, die abhängig davon sind, wie ein AStA arbeitet. Und da wollen wir dem Wähler immer wieder aufzeigen, warum sich der Semesterbeitrag eventuell erhöht oder warum er sich an den falschen Stellen senkt, wenn nämlich Geld nicht ausgegeben wird, das ausgegeben hätte werden müssen. Was sind da für euch, kannst du da direkt mal sagen, was für euch falsche Stellen sind in dem Zusammenhang? Es gibt auf jeden Fall die Punkte, an denen Geld ausgegeben wird, das nicht ausgegeben werden darf. Das haben wir letztes Jahr beispielsweise beim FZS-Wiedereintritt erfolgreich verhindern können. Das wären 27.500 Euro gewesen. Dann gibt es viele Veranstaltungen, die aus unserer Sicht einfach klientelpolitisch sind und nur für einen ganz kleinen Teil der Studenten überhaupt interessant sind, für die aber viel Geld ausgegeben wird. Das ärgert uns, weil ein AStA nicht nur besteht, um sein eigenes Wählerklientel zu bedienen, sondern um alle Studenten zu vertreten und Veranstaltungen für alle Studenten zu machen. Und dann kann man sich natürlich damit brüsten, dass man super viele Veranstaltungen gemacht hat. Wenn die allerdings nur von wenigen angenommen werden und trotzdem sehr teuer sind, dann ist das nichts, womit man prahlen kann. Und an anderer Stelle werden dann beispielsweise im Kulturticket Gelder für bestimmte Clubs gekürzt, um andere Clubs zu refinanzieren, die dann von demselben Klientel besucht werden und nicht vom Gros der Studenten. Und an sich begrüße ich natürlich schon einmal die Tendenz, den AStA wieder zu verkleinern. Da denke ich auch, haben wir durch unseren Wahlkampf gut dagegen gearbeitet, dass es nochmal 11 Referate gibt. Es gibt dieses Mal 8 Referate und die Personalkosten sind dementsprechend schon etwas geringer. Da sind wir sehr zufrieden mit, dass wir das so offen angesprochen haben. Das scheint der AStA gemerkt zu haben. Das Wählerergebnis hat gezeigt, dass die Leute damit nicht allzu zufrieden sind, sonst wäre der Ultralinks-AStA nochmal gewählt worden. Und ich bin da natürlich absolut der festen Überzeugung, dass wenn wir in den bürgerlichen AStA gehen können nächstes Jahr nach einer erfolgreichen Wahl hoffentlich,
dass wir dann wieder auf die 5 Pflichtreferate runtergehen. Und dann haben wir von der jetzigen Koalition den Zwischenschritt gekriegt und haben dann 2x3 Referate abgebaut, von 11 auf 8 auf 5. Nun hat gerade der Nerd Campus in seinem Wahlkampf und seinen Statements immer wieder betont, dass es in dieser, dass unsere Hochschulpolitik in dieser Lagerpolitik feststeckt. Das wurde immer verneint oder wurde immer abgetan, als dass es nicht war. Aber diese Verhandlungsbasis oder wo die Verhandlungen jetzt geführt wurden, hat ja eigentlich gezeigt, dass diese Lager durchaus existieren. Wieso sind die so unüberbrückbar? Es ist einfach, denke ich, erstmal so, dass dadurch, dass man von der politischen Grundidee sich schon stark unterscheidet und dann sich das aufdröselt in viele einzelne Bereiche, die in der Hochschulpolitik sehr wichtig sind und mit denen ein Aster sich auch beschäftigen muss, dass man sich da nicht auf einen Punkt in der Mitte einigen kann. Man kann oftmals vielleicht nicht miteinander so arbeiten, dass man sagen könnte, der RCDS koaliert jetzt mit den Jusos und macht ein erfolgreiches Jahr am Aster, weil man permanent darauf aus sein müsste, irgendwie einen Kompromiss zu finden. Aber ist nicht genau das dann Politik, Kompromisse finden? Das ist Politik, das ist richtig. Der Wählerwille dieses Jahr hat aber erneut gezeigt, dass die beiden Lager ungefähr gleich groß sind. Und wenn dann der Nerd Campus sich dazwischen stellt und möchte, dass diese Lager aufgebrochen werden, dann haben die Verhandlungen ja gezeigt, dass man als Hochschulgruppe das Risiko abzuwägen hatte, kann ich mit dieser anderen Gruppe zusammenarbeiten oder breche ich während des Jahres als Aster zusammen. Und dadurch, dass wir jedes Jahr wählen, ist jede Gruppe, denke ich, auch darauf bedacht, in einen handlungsfähigen, guten Aster zu gehen, der die eigenen Wähler repräsentiert. Generell bin ich der Meinung, dass Merten in einem anderen Punkt aber recht hat, und das ist die Gesprächskultur im Stupa an sich. Das ist durchaus richtig, dass man da anders miteinander arbeiten muss für die Wählerinnen und Wähler, die einen gewählt haben. Und das passiert zurzeit nicht so wirklich. Das ist das, was Merten moniert. Diese Lager treffen aufeinander. Diese 31 zu 31 sind nicht so, dass sie miteinander arbeiten, sondern nur versuchen, irgendwie den Letzten von sich zu überzeugen. Und deswegen hat Merten, wie ich vorhin schon gesagt habe, genau das erreicht, was er nicht erreichen wollte. Er hat nicht die Lager aufgebrochen, sondern musste sich einem Lager anschließen. Was wird sich jetzt verändern? Kann sich dann überhaupt was verändern, wenn die Fronten so verhärtet sind? Und wie glaubst du, kann man an der Gesprächskultur des Stupa dann arbeiten? Ach, ich denke, dass die Gesprächskultur im Stupa sich von alleine verändern wird, einfach dadurch, dass Merten jetzt den Sitz geholt hat und alle merken, dass die Leute offenbar genau das wollen. Da wird man sich am Riemen reißen und ein bisschen aufeinander zugehen, hoffe ich. Und ansonsten die Zukunft des Stupa. Es gab jetzt Verhandlungen zwischen der ADF und Rot-Grün. Rot-Grün hat zusammen 26 Sitze geholt, die ADF 21. Der Wählerwille hat sich bei beiden Gruppen also extrem stark gezeigt, dass man möchte, dass diese Gruppen in den Aster gehen. Auf lange Sicht ist natürlich unser Wunsch und auch unsere feste Überzeugung, dass das klappt, dass wir uns an Rot-Grün wieder vorbeischieben und wieder die zweitgrößte Gruppe werden. Das ist unser Wunsch für die Zukunft des Stupa. Dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Gespräch. Viel Glück in der Opposition. Und wir werden wieder voneinander hören.